Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Little Inferno. Wir haben das letzte Mal das neue Buch freigeschaltet und da gibt es Ego Shopper. Ein neuer Katalog ist verfügbar. Was haben wir denn hier für tolle Sachen? Tetronymos? Kommt von Tetris? Sie fallen schon, solange sich jeder erinnern kann. Das stimmt sogar. Meatboy-Nachahmung? Naja, ist jetzt nicht so gelungen. Schmeckt wie Wellpappe, wahrscheinlich weil es welche ist. Riesenspinne. Eine Riesenspinne erscheint, du versuchst zu fliehen. Die Riesenspinne greift an und verursacht massiven Schaden. Bisschen an Rollenspiel angelehnt. Aber ich wollte euch ja... Ab wann habe ich denn vorgelesen? Wisst ihr das noch? Ich glaube ab Buch 3, ne? Wollen wir da Buch 1 und 2 mal durchgehen und alles vorlesen? Klar war. Dann haben wir es nämlich hinter uns. Little Inferno Sammlerposter. Gerahmte limitierte Edition des Posters. Könnte an Wert verlieren, wenn es verbrannt wird. Der Mais am Stück. Hergestellt aus einem vollkommen natürlich hoch angereicherten Fructosesirup. Auch als Treibstoff verwendbar. Und Buchstabenklötze. Optionaler Vulgärsprachenfilter für einfacheres Erziehen. Der Wecker. Es war alles nur ein Traum. Nicht meine Kreditkarte. Lass uns einkaufen gehen. Und kaputter Magnet. Er scheint aus irgendeinem Grund kein Metall anzuziehen. Vielleicht weil er kaputt ist. Schlafender Götze. Er scheint zu schlafen. Batterien. Zusätzliche Batterien sind nicht enthalten. Gewöhnliche Ziegel. Mit genug von denen kannst du eine ganze Stadt bauen. Antiki-Fackel. Sei vorsichtig und platziere sie nicht vor deiner Schilfhütte. Ja, wir haben gesehen, die kann Feuer spucken. Das würde nicht so gut ausgehen. Hölzernes Fahrrad beschleunigt von 0 auf der Burner in 60 Sekunden. Spielzeugpirat. Er ist hart auf den 7 Weltmeeren eines gebräunten... Was? Es ist hart auf den 7 Weltmeeren einen gebräunteren als ihn zu finden. Nicht mein Familienfoto. Je länger so dir du sie dir ansiehst, desto vertrauter wirken sie. Sieht ein bisschen aus wie die Adams Family aus irgendeinem Grund. Instantblumen, die Freude am Gärtnern ohne die Unannehmlichkeiten von Sonne oder Anstrengung. Glas mit Glühwürmchen, du wirst es nicht morgens öffnen wollen. Meine Fotos, du kannst Fotos verbrennen, aber keine Erinnerung. Spinneneier, eine ganze Generation in deinen Händen. Der Partybus, brumm brumm, wohin es geht, das weiß nur der Busfahrer. Bankrottbank, vergibt Scheindarlehen seit den späten 80ern. Und der Fernseher. Du kannst den Kanal wechseln, so oft du willst, aber es läuft überall das Gleiche. Und da kommen wir schon zu den total abgedrehten Spielsachen. Was war das hier? Kaminanzünder, okay. Waschbärstofftier. Es ist so knuddelig und liebenswert. Man muss ihn einfach umarmen. Es könnte Tollwut enthalten sein. Das Heizgebläse. Jetzt aus 30% trockenerem Holz hergestellt. Die Eichhörnchenpfeife. Der erhabene Klang der Natur nur einen entschlossenen Griff entfernt. Zerbrechliche Glühbirnen verursacht mehr Stichwunden als die führenden Hersteller. Besitzergreifendes Hasenstofftier. Ein flüchtiger Blick in das Herz der Dunkelheit. Bester Freund Ersatzpillen, international verboten, hier aber total sicher. Das Gefühle Bärstofftier. Immer bereit für eine Umarmung. Na, trotzdem gruselig. Ölfrachter. Studien zeigen, dass Ölflecke Tierbabys helfen, an der Oberfläche zu treiben. Bauklötze. Gut für den jungen, aufstrebenden Architekten. Die Schlangenüberraschung hat mir, glaube ich, schon gelesen. Nämlich, deine Freunde werden nie vermuten, dass es nicht mit Schlangen gefüllt ist. Das ist die Überraschung. Pyrannosaurus Stofftier. Häufig serviert mit dem köstlichen Stegosaurus gut durch. Verdrossener Elfstofftier bringt alle Jungen und Mädchen Freude. Wanderndes Auge lässt deine miserablen Fotos wie alte miserable Fotos aussehen. Kaltes Metallherz, am besten geeignet für die Menschen, die clevere Geschäftsentscheidungen treffen müssen. Walkürenpuppe bricht Herzen und Champagnergläser. Uncle Sam's Boom Boom. Jeder, der nicht einen davon anzündet, ist mit ziemlicher Sicherheit ein Terrorist. Spielzeug-Kobold. Er ist glücklicher, als er aussieht. Bestimmt.
Mini-Nuke, endlich für den Hausgebrauch zugelassen. Kätzchen, Kätzchen, Popostofftier. Füllt dein Herz mit Liebe und dein Haus mit Fell. Und der Miniaturmond, hergestellt aus echten Kometen. So, da sind wir auch schon durch und können mit dem Ego-Shopper anfangen und kaufen uns erstmal das Stück, den Meat Boy, die Riesenspinne, ich weiß ja nicht, und das Handy. Und zwar T-Tronimos, die fallen schon, solange sich jeder erinnern kann. Ah, es schmeckt wie Webhaber, das hatten wir schon. Mobiltelefon verkürzt automatisch alle Werte um 2, 3 Buchstaben oder weniger. Lol. Wörter. Jetzt haben wir 4 Stück eingekauft. Können wir uns den noch leisten? Nee, nicht. Okay. In der Zeit ist hier schon alles angekommen. Ich habe gar nicht die Preise angeschaut. Ich will ja erstmal die Riesenspinne. Schaut euch mal die Beine an. Wie ekelhaft. Ich finde, das ist auch das Schlimme an Spinnen. Diese langen, ekelhaften Beine. Deswegen zünden wir die zuerst an. Aber es passiert nichts, oder? Sie fällt einfach nur zusammen. Oh, und wir haben einen neuen Brief bekommen. Zuerst verbrennen wir aber den Meat Boy. Mit dem auch nichts passiert. Er zerfällt einfach nur zu Staub. Wer will ein Sammich? Sammich? Ich? Was ist ein Sammich? Weißt du was noch? Vor unglaublich langer Zeit, als Milliarden, Billiarde kleine Partikel in den Kosmos gespeit wurden, bildeten sich ganze Galaxien wie Schneebälle. Und ferne Sterne und Sonnen fingen Feuer. Und nach Milliarden von Jahren und Milliarden von Meilen entfernt, setzte sich eine winzige Anzahl von Partikeln zusammen und bildeten dich. Und mich. Und eine schmale Wand genau zwischen uns. Es scheint unmöglich. Aber es passierte. Und sie bildeten auch diesen leckeres Schinken-Sandwich. Meint ihr Sandwich? Danke für deine salzigen, kosmischen Partikel, Mr. Schweinebacke. Du schmeckst nach Fortschritt. Von deiner Nachbarin Sugar Plums. Nom, nom, nom. Ist Sandwich für Sandwich irgendeine Slang-Abkürzung? Ich habe es noch nie gehört. Machen wir das Auge kaputt. So. Ist aber ein altes Mobiltelefon. Das sieht aus wie ein Taschenrechner. Okay, ich dachte, es kommt noch was. Was haben wir denn noch? Wir verbrennen den Brief gleich mal wieder zusätzlich. Die Bauklötze. Huch. Spielen mal Tetris. Können wir das hier unten? Stell dich gerade hin. So. Nein, dreh dich um. Ja, es funktioniert genauso wie damals in Tetris. Wir zünden es an. Das gibt aber ein großes Feuerchen. Sieht doch total schön und gemütlich aus. Spinne. Oh. Hier, die wollte ich eigentlich. Schade. So, was haben wir denn hier? Das Boss-Kuscheltier. Niemand hat erwartet, dass der saubere Geschäftsmann die ganze Zeit der Bösewicht war. Ja, natürlich nicht. Spielzeug-Zombie. Man kann heutzutage kein Spiel ohne einen von ihnen machen. Das stimmt. Handheld Fireplace. Es ist hier ein Spiel im Spiel im Spiel. Und Pixel-Paket. Mehr Pixel bedeuten mehr Spaß. So, damit sind wir schon wieder voll. Dann zerstören wir mit dem Boss. Oh. Oh. Ich habe ihn schon kaputt gemacht. Wir brennen ihn mal lieber ab.
Kill it. Kill it with fire. Was haben wir noch? Ein Zombie mit Schlips sogar. Der sieht ein bisschen aus wie die Zombies aus Plants vs. Zombies. Heißt das Spiel so? Ich habe es, glaube ich, seit Jahrzehnten nicht mehr gespielt. Und eine Handheld-Maschine. Die würde ich ja furchtbar gerne erstmal ausprobieren, wie die funktioniert. Hier, Feuer weg. So, leg dich hin. Na? Genau so. Kann ich hier irgendwas drücken? Leider nein. Funktioniert nicht mehr. Schade. Ich stehe auf so eine 8-Bit-Mucke. Okay, das sind wieder verschiedene Farben, wie bei den Käfern vorhin. Und bei den Eiern. Irgendwann kommt bestimmt eine Kombination, wo wir die ganzen Farben zusammenmischen müssen. Denke ich zumindest. Was haben wir noch? Phönix-Ei macht sich gut als Omelette. Ob der gleich aus unserer Asche wieder aufersteht? Der Gentleman. Nee, die Gentleman-Abenteurer-Puppe. Auf dem Abenteuer, den besten Anzug der Welt zu finden. Eine Herausforderung, nicht? So, dann haben wir die Wellpappen oder das Wellpappenschwert, was wir bestimmt mit dem Meatboy dann nochmal verwenden müssen, weil der ja wie Wellpappe schmeckt. Es ist draußen, es ist gefährlich da draußen. Nimm dieses Schwert. Und das letzte, die Packung Goo-Bälle. Die Goo-Bälle scheinen sich an eine andere Welt zu erinnern, eine Welt aus Goo. Aber das ist lange her. Das ist auch ein anderes Spiel, was ich irgendwann mal bei einer Indie-Empfehlung gesehen habe. Vielleicht gönne ich mir das dann auch irgendwann mal. Schön. Fand ich gut. Ich tippe dir Briefe und ich habe keine Löschtaste. Sie fiel ab. Aber weißt du was? Was ich mehr als alles liebe? Leere Seiten. Sie können mit allem Möglichen gefüllt werden. Mit Dinosauriern oder Science Fiction oder einer ganzen Welt, in der alles pink ist. Die Möglichkeiten schreiten endlos vorwärts, aber sie können niemals zurückgehen. In Liebe, Sugar Plums. PS, das kannst du haben. Du bekommst eine Löschtaste. Wir nehmen jetzt mal die Gentleman-Puppe. Oh. Können wir seinen Schirm anzünden? Schade, dass das uns nicht auf unser Konto gut geschrieben wird. Die ganzen Diamanten und Rubine. Sehr cool. Ich liebe 8-Bit-Mucke, aber ich glaube, das habe ich erst schon gesagt. Wie niedlich. Jetzt habe ich noch mehr Lust, das Spiel zu spielen. Und jetzt habe ich sie getötet. Die Delete-Taste. Also wenn wir das Zeug, was sie uns geschickt hat, irgendwann nochmal brauchen sollten, dann wären wir ganz schön angearscht. Aber ich glaube, da sie uns schon so viel geschickt hat... Nein, ich wollte wieder die Spinne. Da sie uns schon so viel geschickt hat, nehme ich an, dass wir das nicht alles hätten aufheben müssen. Ich wüsste auch nicht wie, denn es ist ja in unserem Postfach drin und ich kann ja nicht andauernd das Postfach vergrößern. Und ich glaube auch außerdem, dass es eine bestimmte Maximalgröße hat, die ich aber ja nicht kenne. So, was haben wir denn hier? Gelegenheitsspiel, wenn Erfolg im echten Leben nur so einfach wäre, das machst du großartig. Gaming-Tablet. Voll von Gratis-Spielen, die dich viel kosten werden. Ja, manchmal schon. Obwohl ich ja meistens mich nicht dazu verleiten lasse. Miss Hexopus, normalerweise unter dem Meeresspiegel zu finden. Ist das wie ein Oktopus und eine Spinne in Kombination? Und der Klammerbot bewegt sich unaufhaltsam in die Richtung der Stadt, die ihn gebaut hat. So, dann brauchen wir bloß noch die 4 Gegenstände und dann haben wir das Buch schon mal durch.
Jetzt dauern die alle noch so lange. 20 Sekunden. 26, 35 und eine Minute. Aber liebe Leute, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier die ganze Zeit abwarten oder Briefmarken ausgeben, beenden wir die Folge einfach mal an dieser Stelle und starten beim nächsten Mal frisch mit all diesen Kartons. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.